Einen schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Ich will heute zu vier Punkten etwas sagen. Beginnen will ich mit dem ersten. Ich habe hier an dieser Stelle gemeinsam mit Sarah Wagenknecht angekündigt, dass wir gegen den Bundeswehreinsatz rund um Syrien klagen werden. Heute ist die Klage gegen die Bundesregierung in Karlsruhe eingereicht worden. Wir werden mit der Klage verfassungsrechtliches Neuland betreten. Und ich möchte hier ankündigen, dass wir bei nächster Gelegenheit mit unserem Prozessbevollmächtigten Konkreteres, was unser Begehr ist, vortragen werden. Uns vertritt dort Professor Ebert, der Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Kiel ist. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen werden Sie dann auch informiert über den Termin, wo wir etwas Konkreteres dort sagen werden. Zweitens, diese Woche wird geprägt unter anderem durch die Resolution des Bundestages zu Armenien, ein Thema, wo die Linke seit vielen, vielen Jahren engagiert war, dass es hier endlich auch vom Bundestag Entscheidungen und Bekenntnisse gibt. Wenn der Bundestag die Vertreibung und Ermordung von 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich jetzt vor über 100 Jahren mit übergroßer Mehrheit, vielleicht wird es sogar einstimmig, klar und unmissverständlich als Völkermord anerkennt, dann ist es ein großer Erfolg und es ist auch ein Sieg für Aufklärung und ein Sieg für Gerechtigkeit. Ich finde sehr wichtig, dass die Bundesregierung den Drohungen, die es zu diesem Punkt gibt aus Ankara, in keiner Weise nachgibt und die Leugnung des Völkermords durch die türkische Führung deutlich zurückweist. Ja, Geschichtsaufarbeitung ist häufig schwer. Das wissen nicht zuletzt auch die Deutschen. Aber es ist dringend notwendig, hier nach 100 Jahren dieses Zeichen zu setzen. Die türkische Regierung, das ganze Land sowie Millionen Türken in Deutschland verfolgen die Entwicklung mit Sorge, sagte Herr Yildirim, das ist der türkische Ministerpräsident der Kanzlerin. Ankara erwarte von der Bundesregierung und vom Bundestag eine respektvolle Haltung. Und der Regierungssprecher, Herr Kurtulmus, hatte die Bundestagsresolution als potenzielle Quelle deutsch-türkischer Verstimmung kritisiert. Deutschland sollte auf die Beziehung zur Türkei achten. Das hört sich, meine Damen und Herren, doch stark nach Erpressung an. Und ich finde, das ist eben eine Quittung für Merkels Deal mit Herrn Erdogan. Das, was wir auch vorausgesagt haben, passiert hier im Konkreten. Es werden Drohungen ausgesprochen. Ich bleibe dabei. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie hier in keiner Weise nachgibt. Die Resolution ist auch ein Sieg über 100 Jahre Völkermordsleugnung in Deutschland und vor allem der Leugnung der deutschen Mitschuld an diesem Völkermord. Wir haben als Linke deshalb auch einen eigenen Antrag dazu vorgelegt, wo wir das, die Verantwortung des Deutschen Reiches, nochmal klar und präzise definieren. Denn nur eine aufrichtige Anerkennung und Aufklärung kann den Weg zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft bahnen. Die Zivilgesellschaft in der Türkei ist hier weiter als die Regierung in Ankara. Ich will auf einen Punkt allerdings auch noch aufmerksam machen. Ich finde es völlig inakzeptabel, dass dieser Antrag von der Koalition und den Grünen allein eingebracht wird. Die Linke hat hier nicht irgendwas beigetragen, sondern relevant den Prozess vorangetrieben. Und wenn jetzt, weil die CDU es so möchte, die Linke nicht mit auf dem Antrag steht, dann zeugt das von extrem kleinkariertem Denken der Union. Wie kann man nur bei solch einer Frage historischer Dimension diese Herangehensweise wählen? Ich finde, da sollte man wirklich in der Union mal drüber nachdenken, ob es nicht Dinge gibt, die wir gemeinsam in Deutschland tragen sollten, weil es auch eine gemeinsame Verantwortung gibt. Dritter Punkt. Sicherlich haben Sie heute die Anfrage, die meine Fraktionskollegin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann zum Thema Kinder in Hartz IV gestellt hat, gelesen. Ich finde, dass das, was dort offenbar geworden ist, einer der größten Skandale in unserem Land ist, wenn im Durchschnitt des Jahres 2015 rund jedes siebte Kind aus Hartz IV auf Hartz IV angewiesen war, dann ist das eine völlig inakzeptable Situation. Es ist ein Skandal, der aus meiner Sicht unglaublich ist, in einem der reichsten Länder der Welt so viele Kinder
in diesem Bereich, die sogenannte Hilfsquote. Das ist der Anteil von Kindern, die so unterstützt werden müssen, lag bei 14,4%. Und wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann sind es 1.542.310 Kinder unter 15 Jahren. Völlig inakzeptable Situation, wenn man dazu sagt, dass der Anteil zum Jahr davor, also 2014, um 2,2% gestiegen ist, ist diese Entwicklung auch nochmal höchst problematisch. Das Problem der Kinderarmut in Deutschland ist seit Jahren bekannt. Aber anstatt soziale Sicherung für die Kinder endlich existenzsichernd auszugestalten, wurde mit dem aktuellen Bildungs- und Teilhabepaket ein eher bürokratisches Monstrum geschaffen, wo der Aufwand für die Verwaltung sehr, sehr hoch ist. Wenn Sie konkret fragen, in meinem Wahlkreis, die Oberbürgermeisterin von Schwerin kann davon viele, viele Lieder singen. Genau betrachtet geht es bei dem Thema Kinderarmut nicht unmittelbar um die Armut der Kinder, sondern letztlich um die Armut ihrer Eltern und die Auswirkungen auf Kinder. Die enorme Anzahl Hartz-IV-Beziehender und Kinder, die dann darunter fallen, ich sage es nochmal, ist ein Ergebnis von Niedriglohnpolitik, ist ein Ergebnis der Politik der Großen Koalition. Vierter und letzter Punkt. In dieser Woche wird das Thema Rente wieder einmal im Bundestag behandelt, auch auf Initiative der Linken. Wir haben im Plenum unseren Antrag, die Riester-Rente abzuschaffen. Zur Riester-Rente ist viel gesagt, große Übereinstimmung von Seehofer bis Nahles, dass dieses Instrument versagt hat. Wir wollen das eingliedern. Wir wollen vor allen Dingen, dass es eine Rente gibt, die Lebensstandard sichern ist. Unsere Vorschläge dazu sind bekannt. Und ich will ergänzend darauf hinweisen, dass wir in dieser Woche auch einen Antrag zum Thema Ostrenten haben. Es ist und bleibt skandalös, dass es weiterhin unterschiedliche Rentenpunkte Ost und West gibt. Wenn heute jemand eine Lehre beginnt mit 16 Jahren, erwirbt er andere Ansprüche, wenn er im Ostteil die Lehre beginnt, als im Westen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und es ist vor allen Dingen so, dass die Kanzlerin schon x-mal angekündigt hat, das erste Mal im Übrigen im Jahre 2002, dass dieser Zustand abgeschafft werden muss, dass es endlich hier Gleichheit herrscht. Bisher gibt es das nicht. Wir werden es in dieser Woche ein weiteres Mal thematisieren und auch in den Auseinandersetzungen im Herbst in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern aufrufen. Dankeschön. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Bitte, Herr Zahn. Morgen ist ja der Gesetzentwurf Leiharbeit und Werkverträge im Bundeskabinett. Frau Nahles hat sich gerade vorhin noch mal gerührt. Sie würde da gute Arbeit sorgen. Das ist ja erweitlich. Der Schritt der SPD auch die Linke zu den Themen. Naja, also wenn so ein Gesetz ein Schritt der SPD auf die Linke zu wäre, das wäre ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Also auch dieser Gesetzentwurf, ja, man ist ja heutzutage mit jedem Schritt, der in die richtige Richtung geht, zufrieden. Es ist ein Weg dahin, aber es ist überhaupt nicht in Übereinstimmung mit unseren Forderungen. Wir sehen ja die Leiharbeit deutlich kritischer. Wir sind eigentlich dafür, dass langfristig Leiharbeit überhaupt nicht mehr in unserem Lande vorhanden ist. Ich finde, dass da der Ruhm, den Frau Nahles für sich selbst erteilt, etwas zu viel ist.